Femina. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, was mich wahnsinnig interessieren würde, ist, woher nimmst du die Kraft und die Inspiration, also vor allem die Kraft, für dein künstlerisches Schaffen? Künstlerisch oder Kraft für Physik, physikalisch, das ist Lockerheit. Zum Beispiel ganz einfach zu sehen, wenn ich hier Kraft mache und dann bewege, aber locker, so das natürlich lockere Tuch bewegt, ist genau das gleiche, Wasser auch, so. So das ist die physikalische Kraft, dass ich von Lockerheit nehme. Und dann künstlerisch, Frage. Ja, deine Kraft, immer wieder neue Dinge zu konzipieren. Also ich habe es vorher schon dem Publikum erzählt, du hast einen sehr beeindruckenden Lebenslauf und hast mit vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, auch über den Tanz hinaus. Ja. Und wo nimmst du diese Inspiration her, zu sagen, ich erschaffe immer wieder was Neues, mir gehen die Ideen nicht aus und ich schaffe sowas Atemberaubendes. Wo würdest du sagen, ist diese Quelle der Inspiration? Immer in sich gehen, in die Mitte gehen und dann ohne zu so viel sprechen, nur einfach Hände auf. Und dann warte ich, bis zum Inspiration kommt. Ja. Ja. Wow. Ich meine, ich glaube, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir denken immer sehr, sehr viel und denken, wenn wir ganz viel denken und ganz viel brainstormen, dann kommen ganz viele Ideen. Aber du sagst genau das Gegenteil. Ich meine, Körper weiß das so viel und dann sehr, alle Menschen, alle Körper einfach in die Mitte gehen und dann das, unendlich. Das ist natürlich nicht logische Seite von linke Gehirnhälfte, sondern ich, so wie Wissen, Gefühl von, ich weiß gar nichts, weil es gibt kein Wort, Sprache in diese Inspiration in der rechten Gehirnhälfte, so fühlt sich unsicher. Aber das ist das richtig. Das ist wirklich richtig, dass das Vertrauen. Vertrauen in sich, Körper und dann ins Leere gehen. Ja. Sehr schön. Das nehmen wir uns alle mit nach Hause, glaube ich. Das ist ein sehr guter Tipp. Du hast jetzt deine Performance, deine Solo-Performance für das Femme-Festival ja entwickelt. Ja. Und da ja einfach auch das Thema beim Femme-Festival, einfach diese frauenrelevanten Themen, Feminismus, Gleichberechtigung, einfach diese, auch was in deinem Programm, das wir am Anfang bekommen haben, mit drinsteht. Jetzt würde mich interessieren, für dich persönlich, welchen Einfluss hat das Frausein auf dein künstlerisches Schaffen? Würdest du sagen, es hat einen besonderen Einfluss? Und wenn ja, welchen? Ja, ich denke nicht so viel. Aber natürlich, wir haben alle von einer Mutter geboren und dann, ich bedanke immer so meine Mutter und dann auch ich als Mutter, mein Sohn ist 33. So, ich bin sehr, sehr glücklich, Frau zu sein und dann so eine Bezug zu Sozial oder Bezug zu Individualität, denke ich nicht so viel, sondern was da ist, so wie in mir, einfach offen sein und dann die Frau sein. Was kann ich sagen? Ich glaube, es gibt uns schon eine gute Antwort. Wunderbar. Ja, jetzt würde mich interessieren, weil du ja, ich habe es auch am Anfang erzählt, dass du die Pionierin warst, Buto nach Deutschland zu bringen. Könntest du dem Publikum ganz kurz erklären, was Buto bedeutet und auch was Buto für dich bedeutet? Also quasi, was ist Buto und was hat es mit dir gemacht? Weil es hat dich ja sehr geprägt, auch in deinem künstlerischen Schaffen und in deinem Tanz. Ja. So,
So, von hier. Auf alle Fälle, Butoh oder nicht Butoh, was ich mache, ist, jeder Mensch hat Imagination. Jede Sekunde. So, sie sind hier gekommen, bevor sie gekommen sind, dann irgendwelche Vorstellungen gehabt. Aber dann wirklich gesehen und dann Imagination ist anders als vorher und nachher. Aber jeder Mensch hat jede Sekunde. So, diese Imagination umzusetzen in Bewegung, in die Bewegung. Das ist, was ich mache. Und dann dafür ist natürlich, ja, das sehr viel achten, sehr viel aufmerksam sein, dass in Luft, dass das keine Sprache ist, so wie ein bisschen Anfang zurück. So, ja, dass das Bewegung umzusetzen in, von Imagination. Und dann, das ist, weil jeder Mensch ist so schnell, die Imagination ist super schnell, so wie dass wir schnelle Psychedelik Bilder oder Videos verstehen kann oder sehen kann. Das Kopf bewegt sehr schnell. So einfach beobachten. So, das ist das eins. Und dann, ich habe es 1985 in Tokio in Butoh Company so eingeladen worden und dann angefangen. Und dann das, diese erste Stück wurde schon Berlin eingeladen, erste Butoh Festival Welt. Und dann mein Meister hat alle Formen von Butoh ist 1959 entstanden von Hijikata Tatsumi. Und dann diese Zeit bis eigentlich 83. Er hat alle Formen weggeschmissen, sozusagen erneut. Und das war sehr innovativ. Und das hat mich sehr beeinflusst. Und er hat das so gemacht, dass das bis dahin war so archaisch, ist angesagt. Aber er hat theatralische, emotionales von Menschen in die Butoh Performance eingefügt. Welchen, das ist wahrscheinlich, kann man sagen, dass heutzutage schon natürlich historisch mehr als 20 Jahre, so Physical Theater, konnte man sagen, so neue Formen gewesen damals. So, und dann, das ist das, ja, das, was man nicht sieht. So Menschen, was man nicht versteht, inzwischen zu gehen, es gibt nicht ja, es gibt nicht nein. Und dann, ja, nein, nein, ja, nein. So unendlich kann man inzwischen hin und her gehen. Das ist das super große Raum, so inzwischen Raum. So das ist das, was sehr interessiert. Und, ja, das von, was kann ich sagen, dass das für mich Butoh sein kann. Hm. Vielen Dank für, die, für diesen Einblick in Butoh. Ich glaube, das ist für uns was ganz Neues, aber ich finde es wirklich wundervoll, wie du uns das, wie du uns deine Imagination hier heute auf die Bühne gebracht hast. Also ich bin noch immer beeindruckt. Du hast mir dein Alter verraten, das wir jetzt nicht sagen werden, aber ja, dein ich Lebensweg, sage, aber dein 63. Der Grund, wieso ich diese, Grund, wieso ich die Frage stelle, ist, jeder, also jede Tänzerin, jeder Tänzer oder jeder, der irgendwie mit Tanz in Berührung kommt, der macht einfach die Erfahrung, dass man sagt, ich tanze, sag ich mal, ich habe bis zu einem bestimmten Alter meinen Zenit und dann geht es eigentlich nur noch bergab, also körperlich. Was man bei dir ja nicht sieht, deswegen, da muss ja ein Geheimnis dahinter sein, dass, dass du sagst, diese,
Du hast es zwar am Anfang gesagt, diese Lockerheit, aber das ist ja auch irgendwo eine geistige Einstellung. Also ich glaube, es ist ja nicht nur dieses Körperliche, aber diese geistige Einstellung. Würdest du uns gerne eine Sache mitgeben, wo du sagst, das ist das, was meinen Körper jung hält? Ich muss noch etwas dazu sagen. Ich habe die Website so durchforstet. Du beschäftigst dich auch viel mit Gesundheit. Macht es auch eine Sache aus, wo du sagst, du hast mir auch erzählt, ihr habt in eurem ersten Workshop auch zusammen gekocht und auch zusammen wirklich gelebt und gekocht. Also dieser Gesundheitsaspekt, magst du da ein bisschen was dazu erzählen, dein ja. Geheimnis da hingehen? Ja, absolut. Ich meine, wir sind der Natur und dann, wenn man immer jeden Tag Chemie essen, natürlich, das wird klar. Was ist das? Jeder Mensch braucht Mineralstoff und dann jeder kann entscheiden, was das am besten ist. Und für mich ist ein japanisches traditionelles Essen, welches sehr balanciert ist und vollkommen ist, sowie basische Ernährung und einfach Mutters Essen. Und dann, was wollte ich vorhin sagen? Ich habe es schon vergessen. Dein Geheimnis, dass du deinen Körper so jung hältst und so agil hältst, dass du 45 Minuten hier tanzen kannst. Also ich glaube, das ist Dankbarkeit. Ich will nicht so ordinary sagen, aber jeder Mensch hat, wir gehen immer mit den, wie heißt das, Entwicklung, durch Entwicklung. Es gibt so viele, wir haben Dekoboko geboren, so uneben geboren. Und dann, wir haben alle Aufgabe, warum hier gekommen sind, warum hier geboren sind. Und dann, für mich ist so gewesen, dass das immer Freiheit, ich meine, innere Problem loslassen und dann auch einarbeiten, loslassen. Wenn etwas kommt, welches ich sehe, das ist das Problem, und natürlich Problem bringt so, scheint so, dass das jemanden bringt. So ist das für mich gar nicht. Wenn das Problem kommt, okay, wo bin ich, dass diese Problem verbunden? Dann suche ich mein Innere und dann, das ist das. Und dann einarbeiten, natürlich nicht alleine. Ich frage immer Freunde oder etwas Hilfe fragen. Und dann befreit, dann automatisch, das wird immer besser. Dass das Prozess, warum Menschen, wir sind gekommen, um frei zu sein. Aber wir sind geboren, Dekoboko geboren. Und deshalb, aber wenn er so frei ist, dann so schön. Ich bin sehr dankbar, dass alt sein und dann hier bei Ihnen oder allen begegnen und dann Matthias und Mona und dann eingeladen werden und dann hier zu tanzen und dann geholfen werden von Vickys Familie. Ich glaube, das ist schön, wenn man einfach nicht Problem bleiben, sondern Problem lösen. Und dann, Vielen, vielen Dank. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass du uns mit deiner wundervollen Performance den Abend so versüßt hast und inspiriert hast. Und vielen, vielen Dank von ganzem Herzen, dass du die Fragen so wundervoll für uns beantwortet hast. Und ich danke dem Publikum, dass sie alle da waren. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Nochmal einen Riesenapplaus für Minako. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay.
Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Und das Femme-Festival geht noch länger. Es gibt ganz interessante Sachen. Alles Gute Ihnen. Wiedersehen.